Liebe sächsische Grüne, als sächsischer Flüchtlingsrat sind wir Verbündete im Kampf für eine menschenwürdige Asylpolitik. Eine Partei, die sich zu einer menschenrechtsfreundlichen Asylpolitik bekennt, stellen wir auch klare Anforderungen. In Sachsen, auf Bundesebene und an den europäischen Grenzen. Wir sind uns einig, das Dublin-System gehört abgeschafft und die Aufnahmebereitschaft der sicheren Häfen in den deutschen Kommunen muss umgesetzt werden. Eine humanitäre Asylpolitik bedeutet für uns aber mehr. Mehr, als derzeit im Entwurf des Wahlprogramms steht. Eine humanitäre Asylpolitik bedeutet keine Lager an den europäischen Außengrenzen, auch keine offenen Lager. Keine Lager in Deutschland, sondern die sofortige dezentrale Unterbringung von Schutzsuchenden. Keine Abschiebung und erst recht keine Abschiebung in Krisengebiete, sowie die Eröffnung langfristiger Bleibeperspektiven statt Kettenduldungen. Wir blicken gespannt auf die kommenden Monate. Ulrich Schulte spricht in seinem Buch über die Grünen von Bündnis 90 Die Weißen. Als sächsischer Flüchtlingsrat würden wir uns freuen, wenn ihr heute mutige Schritte macht und eine diverse Liste aufstellt, die die reelle Vielfalt unserer Gesellschaft darstellt. Danke und viel Erfolg!